Jetzt aber Bühne frei für Thomas Felder und Capella Rebella. Wir singen miteinander. Versteht man mich? Nein. 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 Um den Bahnhof geht's. Und wir singen das Lied vom schönsten Kopfbahnhof der Welt nach einer bekannten Melodie. Ein schöner Bahnhof für alle. Ein schöner Bahnhof für alle. Der steht in Stuttgart. Ja, er wird noch der schönste Kopfbahnhof der Welt. Ein schöner Ja, also so wie es Leute gibt, die am 11. September Geburtstag haben, gibt es auch Leute, die am 30. September Geburtstag haben. Und ich weiß, einige davon sind heute hier, haben mit uns demonstriert. Und ihnen möchten wir alle herzlich gratulieren. Und das nächste Liedchen, was der Thomas singt, kann man ja gleich als Geburtstagsständchen mit verstehen. In diesem Lied geht es natürlich indirekt auch um den Bahnhof. Man hat ja vor, dass man 16 Gleise da abmontiert und stattdessen einen doppelten Verkehr abwickeln will auf 8 Gleisen. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber so stand es bis vor wenigen Wochen noch im Turmforum zu lesen. 16 minus 8 heißt das Lied. 16 minus 8 ist 8. Wer hat sich das ausgedacht? Adam Riese war der Große und alle haben's geglaubt, nichts anderes war erlaubt. Doch im Ländle heißt es Quatsch mit Soße. Rechnen wir das noch mal neu. Denken wir ans Geld dabei. Blind, gehorsam und sehr fleißig. Und jetzt wird neu geglaubt, nichts anderes wird erlaubt. 16 minus 8 ist 32. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Das entfachte einen Streit. Ein ganzes Völklein ward entzweit und man holte den großen Schlichter. Ja, was spricht der Heiner Geißler? Nun, was spricht er? Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr? Rechnen wir das alles nochmal neu, nicht wahr? Völlig frei von meiner Partei, nicht wahr? Mach ich mit diesem Zank jetzt Schluss und sag, 16 minus 8 ist 32 plus, 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 plus. Und jetzt tisch ich ab in die Berge. Heidi, nicht wahr?
war, heida, ich war. Ade, ihr Tunnelzwerge, jodelady mit ja. So wurde auch abgestimmt. Eier, Kuchen, Zucker und Zimt verteilte die neue Regierung zur Schmierung, ja, zur Schmierung. Winfried Herrmann macht den Kompromiss. Nehmen wir den halben Beschiss. Lasst es uns bei Lichte rechts sehen. 16 minus 8 ist 16. Die einen sagen so, die anderen so. Als Verkehrsminister bin ich froh, dass ich mich nicht entscheiden muss und schreibe kann nicht irgendeinen Schluss. Zum Beispiel ist ein Bahnhof schief und klein, kann er trotzdem besser sein als ein ebener und breiter, ja so sag ich mal, als kritischer Bekleider und so weiter und so fort. Wahrheit hin, aber Mehrheit her. Niemand hat die Absicht mehr, einen Rückbau zu errichten, mitnichten, nein, das hat nichts. Und was macht der Ministerpräsident, wenn er nicht grad schweigt oder pennt? Fragt man ihn, wes Herrenknecht er ist, wenn er Tunnelbohrmaschinen küsst. Und danach mit Lothar spät und Martin Herrenknecht ins Wirtshaus geht, sagt er so regierig gern, als ein Knecht der hohen Herren. Da sagt er so regierig gern, als ein Knecht der hohen Herren. Und als guter Katholik weiß ich wohl um mein Geschick, so wie Jesus hab ich's nah. Von Hosiana nach Golgatha. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ah, Winnie, Winnie, oh, Kacki. Wenn ich heute da so stehen sehe, mit der SPD im Stellwerk der Macht, wie lebende Leichen, was denkt ihr in der Nacht? Ich ahne, was für Träume euch beschleichen. Wir stellen die Weichen. Wir stellen die Weichen. Wir stellen die Weichen für die Reichen. Und 16 minus 8 sei 8. Ja, so haben wir früher auch mal gedacht. Wie Adam Riese der Große. Heute sagen wir Quatsch mit Soße und wir rechnen's immer wieder neu. Schaffen wir die Mafia dabei, blind, gehorsam und sehr fleißig. 16 minus 8, 16 minus 8, letzte Meldung heute, gleich 31. Wisst ihr was, Winnie, Winnie, wisst ihr was? 31, darauf Scheibenkleister, beinahe wäre mir da was rausgerutscht. Aber Stinkefinger werden nicht gelutscht, macht man nicht. Auch wenn's ein prima Reim wär. Hört mal her, Winnie, Winnie, hört mal her. Ich als Sänger hab euch immer unterstützt. Oh, mein Zünglein hat euch viel genützt. Und derselbe, der für euch so cool sang, setzt auf euren Mist heut seinen Stuhl. Ach, gerne hätte ich's vornehm ausgedrückt. Ich will ja nicht, dass ihr erstickt. Ich will, dass ihr aus eurem Rausch erwacht. Weil 16 minus 8 macht, 16 minus 8 macht, 16 minus 8 macht. Da ist es, ja ho!
Danke, Thomas Felder.